Na, alles schick hier wieder, wa? Oh, jetzt haben wir, glaube ich, was verraten. Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, das war echt schon ein Schock, ne? Ich habe wirklich die Box aufgemacht und erst sah ja alles ganz friedlich aus und dann hat sie wirklich einfach zugebissen. Manchmal war sie ja auch ein bisschen bedrängt, aber es gab ja wirklich Situationen, nachdem ich ja dann gefüttert habe, wo sie wirklich einfach zugelangt hat und auch die anderen dann halt kurz verfolgt hat. Ja, seht einfach hierzu nochmal die Bilder. Ja, aber auch aus Erfahrung weiß ich halt, man sollte nicht sofort eingreifen. Also man muss schon schauen. Ich habe ja gesehen, kein Tier hat sich richtig verbissen. Sie hat zugelangt und eigentlich die Alteingesessenen sind dann halt losgelaufen und haben Angst gehabt. Am meisten tat mir echt die Molly leid bei der ganzen Sache. Also die war so schockiert und die hatte auch richtig dolle Angst vor ihr dann gehabt. Ja, und dann kam der nächste Morgen. Also ich habe dann eine Kamera aufgestellt und habe mich dann auch erstmal zurückgenommen und habe die Gruppe über die Kamera verfolgt und habe eben auch gesehen, dass sie alle gut gefressen haben. Und aber ich habe auch über den Tag dann gesehen, sie war immer allein. Ja, das tat schon ein bisschen weh. Und aber alle haben wirklich gefressen. Und das ist immer ein gutes Zeichen, ja. Ja, und dann kam der nächste Morgen und ich mache hier morgens auf und dann saß sie dort unten unter der Hängematte ganz allein und ich sage so aus Spaß, auch du wirst noch Freunde finden. Und habe dann Heu verteilt, wie immer, dann habe ich ein bisschen Heu dorthin gelegt, da ist sie sofort hingegangen zum Fressen und dann kam der Kalle dazu und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt geht's gleich wieder los. Nein, es passierte nichts. Dann hat sie mit Kalle zusammen das Heu gemümmelt. Und die haben dann auch kommuniziert, man hat es richtig gehört und ja, da war ich schon mal richtig entspannt. Und dann kam die kleine Maggie noch dazu. Ja, das hat mich dann schon echt hoffen lassen. Und als es dann hell war, habe ich dann ein bisschen Salat verteilt und dann konnte ich auch mal nochmal die Kamera anmachen. Und dazu gibt es die Bilder jetzt. Ja, wie man gesehen hat, also die ganze Gruppe war sehr schreckhaft, aber Mrs. hat überhaupt nicht mehr ausgeteilt. Und meine Trixie ist ja sehr ein sehr, sehr dominantes Meerschweinchen. Aber Trixie ist jetzt in die Jahre gekommen und ich hatte auch gar nicht mehr das Gefühl, dass sie so dominant ist. Aber siehe da, eine neue und Trixie hat noch gezeigt, was in ihr steckt.
Ja, und dann kam noch die Situation hier mit unserem Joris. Auch Joris wird erwachsen. Die Bilder gibt es jetzt gleich noch. Ja, auch ganz neu für mich gewesen. Und dann kam der dritte Tag. Ja, der dritte Tag. Und ich bin füttern gegangen und die Gruppe war schon echt zur Ruhe gekommen. Das hat man richtig gemerkt. Also die waren auch nicht mehr so schreckhaft, auch nicht mehr untereinander so schreckhaft. Ja, und dann bin ich ins Gehege rein und habe gefüttert und dazu gab es dann die Bilder. Also da hatte ich schon ein bisschen, echt, ein bisschen Pipi in den Augen. Seht selber. Ja, da kann man nur noch sagen, Ende gut, alles gut. Wir hatten ihr echt Glück gehabt. Also sie ist wirklich nur ausgestiegen an dem ersten Tag und hat ihr kurz ausgeteilt. Ich habe so das Gefühl, da ich ja gehört hatte, die Dame hatte sehr viele Meerschweinchen. Vielleicht waren die wirklich in einer größeren Gruppe, wenig strukturiertes Gehege. Und sie hat einfach gelernt, wenn ich gleich losschieße, dann bin ich besser dran, als wenn ich abwarte. Das habe ich einfach das Gefühl. Also sie ist nicht besonders dominant, gar nicht. Ich denke mal, sie ist sowas wie ein Angstbeißer. Sie ist angekommen, Gruppe gut, alles gut. Boah, alle können wir durchatmen. Liebe Grüße an die Patentante. Ich freue mich auf eine lange, lange Patenschaft. Also dass das Tier wirklich lange bei uns lebt. Mit Namen, eigentlich habe ich schon einen. Mal sehen, ob wir es dabei belassen. Also ich plaut sie jetzt einfach mal damit raus. Ich würde sie ganz gerne Domina nennen, weil sie wirklich ausgestiegen ist, ausgeteilt und ist eigentlich im Herzen ganz kleines Softie. Jo, eine Geschichte mit Happy End. Es muss nicht immer so abgehen, aber auch hier hatten wir wieder Glück gehabt. Ich habe auch eine sehr große, stabile Gruppe. Das macht auch sehr, sehr viel aus. Ich glaube, ich kann mich nur noch an dieser Stelle verabschieden, wie immer mit den Worten: Liebe Grüße, euer Frank. Jetzt ist alles wieder schick, ja? Jo.